Imagine that. We need to turn the power on. How original. Ja, dann zocken wir einfach die kurz, würde ich sagen. Ich guck mal. Hatte ich jetzt nicht vorgehabt, aber ich habe ihn nicht mal runtergeladen. Das ist von Tony Hawk Pro Skater, falls ihr das mal gespielt habt. Von PlayStation 1. Je nachdem, wie alt ihr seid, ne? Hostmigration kommt in BO6, hoffst du? Es sieht so aus, tatsächlich. Rampage-Modus will ich jetzt nicht machen. Es sieht tatsächlich so aus, dass das irgendwie... Wenn du halt die Connection verlierst oder sowas, oder der Host die Connection verliert, dass... Also im Endeffekt, dass es keinen Host gibt. Dass es alles auf dedicated Servern ist, sozusagen. Also ihr könnt nie das Spiel verlieren, komplett. Außer ihr habt alle irgendwie Internet Disconnect. Wäre schon ein komischer Zufall, aber kann halt passieren, ne? Aber selbst dann muss die Runde ja eigentlich auch noch vorhanden sein. Solange einer drin bleibt, kann man eigentlich immer wieder rejoinen. Nothing sucks more than not being able to blow shit up. Genau, also es wird komplett über Server sein. Selbst Solo-Play ist über Server. Don't fuck with a Marine. Ich glaube, ich hole mal hier die M14. Na, natürlich, jetzt kriege ich mit denen Max-Ammo raus. Stabil, Alter. Bisschen Punktefarm hier. Ich guck mal gleich noch bei den Mods rein. Es muss ja noch irgendwelche Gun-Game-Mods geben. Es gibt halt immer solche gigantischen Pakete, wo so 1000 Mods drin sind. Ich glaube, da ist irgendwo Gun-Game mit bei, was ich runtergeladen habe. Ich hätte schon Bock auf eine Runde Gun-Game eigentlich. Ja, aber auch sowas wie Gun Game sollen sie mal reinbringen in Zombies. Sie müssen ein bisschen mehr Auswahl da reinbringen. Ein bisschen mehr Abwechslung, finde ich. Muss ich die abschießen? Da muss ich richtig rankommen sogar. Junge. Wie soll ich denn da hochkommen? Jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz immerhin. Ja, es war ja kein Gun Game Kaugummi richtig. Also du hast schon einen Waffenwechsel gehabt und so. Aber der hat sich dann, ich glaube, alle 10 Sekunden oder so ist die Waffe gewechselt oder alle 30 Sekunden. Das ist ja kein richtiges Gun Game. Du musst ja nichts machen dafür. Gun Game halt so richtig Kills sammeln und dadurch halt weiterkommen und so. Wenn es solche Side-Dinger mehr gibt, das wäre halt cool in Cold War. Cold War sag ich schon, jetzt in BO6. BO6 ist für mich halt auch irgendwie Cold War. Es sieht halt aus wie Cold War. Bring it on, Freakbags! So, 2000 hierfür ist Doppelfeuer und eine Kiste. Das E von Skate haben wir schon mal. Oh, direkt eine Classic Galil am Start. So, ich frage, wie man an die Dinger rankommt. Sehr gut. Wir müssen quasi immer reinjumpen. Ist hier am Start. Much appreciated. Easy. Warte, ich muss hier mit mehr Tempo raufkommen. Yes! Ich skate im Endeffekt in Real Life hier. So kommt man an die Dinger ran. Ja gut. Richtig ausnutzen kann man es leider nicht. Gibt's hier ein Endgame überhaupt? Spider, vielen Dank für deinen Sub. Kuss. Da müssen wir auch Power anmachen. Muss doch irgendwo noch eine Tür sein oder sowas. Also ein Endgame und so, dachte ich, gibt's hier. Also ich lade eigentlich keine Maps runter, die kein Endgame haben. Aber ich habe jetzt auch nicht geplant, die on-stream zu spielen, aber...
können wir für heute mal machen, auf spontan. Ne? Ich brauche eine einfache Map mal zwischendurch. Nicht hier so eine Stressmap wie eben. Ich muss halt nur Power mal finden. Easy. Okay, da haben wir schon mal Power. Oh ja, Chat. Was ist eure Lieblings-Zombie-Map, wurde gerade gefragt. Haut mal raus. Bei dir ist es Shadows of Evil. Bei mir ist es selbstverständlich der Eisendrache, gefolgt von Origins. Aber Origins habe ich viel zu wenig gespielt. Ich habe letztens gesehen, es gibt auch so Perk-Mods und sowas. Ich glaube, so werde ich mal Easter Eggs auch machen. Buried auch ziemlich geil, ja. Also ich fand auch zum Beispiel, oh Gott, BO2 hatte nicht gute Karten am Anfang gehabt. Also ich fand Transit nicht gut. Ich fand Die Rise nicht wirklich gut. Aber dann, als Mob of the Dead und so kam, holy, haben die nochmal richtig abgerissen. Ab da kamen Banger-Maps. BO6 hole ich auf jeden Fall. Safe. Ich bin nochmal gespannt, ab wann ich Zugang dazu habe. Ich muss hier irgendwie hochkommen. Ich werde so früh wie möglich am besten schon alles aufnehmen können. Achso, da kam noch ein Sub rein. Iodli, vielen Dank. Kustigi. Da kam eben zwei rein. Spider und Iodli. Danke. Vielen Dank. Könnt ihr mir erklären, wo ich hier hin muss, Alter? Da hinten muss ich Strom aktivieren, glaube ich, für diese Jukebox. Kann ich hier noch irgendwas abschießen? Irgendwie hat die Map jetzt nicht so viel zu bieten, habe ich das Gefühl. Aber eigentlich müsste hier ein Durchbruch sein, glaube ich. Wenn ich das im Original richtig in Erinnerung habe, du. Nee. Da kann ich nur Tracks abspielen. Bro, keine Ahnung, ob hier ein Endgame ist. Ich brauche das T noch. Wo ist das T? Da hinten. Habe ich damit das Easter Egg schon gelöst, oder was? LOL, what the fuck? Und mich hier ständig Schaden? So, jetzt habe ich Skate schon gesammelt. Deine Top 2 Zombies in Space. Also Zombies in Space sind, waren nicht schlecht optisch, aber ich fand das Gesamtpaket halt nicht so geil irgendwie. Das ist irgendwie super easy hier. Ich hätte gedacht, das wäre ein bisschen schwieriger hier. Muss ich noch irgendwas einsammeln? Ansonsten habe ich null Ahnung, ob es hier überhaupt ein Endgame gibt. Das ist ein MP5 am Start. The fuck? Hä? Der Anfang war auch sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Der Anfang war stabilste Karte überhaupt. Der Anfang hat es nochmal gezeigt, wie gut Zombie-Modus eigentlich sein kann. Ich habe einfach Max Ammo von denen eben vergessen. Als ob wir hier gefühlt schon alles gemacht haben. Finde ich aber schade, du. Naja, Cold War Maps fand ich auch an sich nicht schlecht. Das Gameplay an sich ist halt wieder ein bisschen einfach geworden, fand ich. Also ich habe auch einmal nochmal Firebase C gespielt. Auch so just for fun, um halt auch so ein bisschen die Technik zu testen. Und ich habe halt wirklich
ultra casual gespielt und bei Runde 50 habe ich dann ausgemacht, weil ich keine Lust mehr hatte. Es ist halt sehr einfach irgendwie, das Spiel. So, ich hole mir mal Vulture Aid. Dadurch müsste ich ja sehen, ob hier noch irgendwas möglich ist. Ansonsten gucke ich gleich nochmal auf die Store-Karte, ob hier irgendwas möglich war. Weil hier hinter wird nichts mehr angezeigt. Das heißt, hier wird ja auch kein Durchgang sein dann. Ich hätte mir mal einen Jugger holen sollen. Und ein bisschen Waffe noch. Junge. Fast hätte mich einfach der Crawler da noch geholt. Okay, ich brauche eine Waffe. Stakeout, nee, Shotgun habe ich gar keinen Bock drauf. Ich gehe nochmal in die Kiste einmal schnell ran. Steht natürlich jetzt ein bisschen ungünstig. Ja, wow. Stakeout will ich nicht haben. Und was kriege ich raus? Die Stakeout. Vielen Dank, Game. Hätte ich auch von der Kiste, von der Wand theoretisch holen können. Digga. Als ob es hier einfach ein 4-Perk-Limit gibt. Dad, wir können das nicht holen. Es gibt ein Perk-Limit, glaube ich. Extra Perk, okay. Ich habe jetzt alle Goals completed. Ob ich jetzt nur ein Slot bekommen habe, oder was? Lieblingswunderwaffe. Boah. Diese Firebase Z-Waffe. Nee, nicht Firebase Z. Wie heißt die Map nochmal? Wie heißt die letzte Map aus Cold War? Ich habe null Ahnung von den Spielen, was ich als Hauptding auf meinem Kanal gebracht habe. Forsaken, okay. Forsaken, diese Axt, die man noch umbauen konnte. Das ist meine Lieblingswunderwaffe tatsächlich. Wir haben hier kein Endgame, glaube ich. Was ist das? Mach mal Rampage an. Ist hier noch irgendwas, was man sonst einsammeln kann? Irgendwie nicht. Reloading. Als ob hier wirklich kein Endgame ist. Bei Flip vielleicht? Lol. Ich glaube, wir haben schon geschafft gefühlt. Thundergun. Ja, würdest du Thundergun als... Ja doch, ist schon eine Wunderwaffe eigentlich, ja. Hast schon recht. Ja, die war auch... Die war echt ziemlich heftig. War die nicht irgendwie auch gepuncht, dass die... Egal welche Runde die Easy weghaut. Ja, ich guck mal gleich in den Store hier rein. Ob es hier ein Endgame gibt, weil wenn nicht, dann ja, brauche ich jetzt auch nicht 5 Millionen Jahre im Kreis rennen. Und dann würde ich mich nochmal an der richtige Karte setzen. Ja, die Wunderwaffe aus dem neuen Game sieht halt auch richtig, richtig cool aus. Also, dass sie auch so mehrere Funktionen hat. So, uno momento. Ich checke mal Steam einmal. Wenn ihr noch kein Custom Zombies gespielt habt, das ist wirklich über Steam, könnt ihr das so easy machen. Ja, tatsächlich, wir haben alles geschafft auf der Map. Chat. Die Map hat leider nicht viel zu bieten. Wir haben alles geschafft auf der Karte. Ja, ich punch noch einmal und dann haben wir hier offiziell alles geschafft von dieser Map, was die hier zu bieten hat, leider. Ich dachte immer ein Endgame.
Hätte zwar auch nur Punkte machen müssen, aber wäre immerhin etwas gewesen. Sobald die Runde hier durch ist, mache ich das. Kann ich die Galil mal punchen? Mal gucken, ob das Perk-Limit komplett weg ist oder ob es einfach nur ein bisschen verändert wurde. Opa. So, mal schnell hoch punchen. So eine gepunchte Classic Galil. Cold War, ja, ja, hab ich demnächst vor. Ich war auch erst überlegen, ob ich vielleicht mit Cold War hier reinstarte, was vielleicht an sich eine gute Idee gewesen wäre. Weil Cold War doch ein bisschen easier ist. Easier, einfacher. Aber werde ich im Laufe der Woche machen. Ich habe überlegt, je nachdem wie sich das Wetter noch Dienstag zieht, vielleicht mache ich halt so ein Restream von diesen Gamescom Opening Night einfach und davor können wir vielleicht ein bisschen Cold War zocken. Vielleicht gibt es da neue Infos irgendwie zu COD-Zombies. Ich glaube nicht zwingend, aber Kampagne oder sowas soll ja ein bisschen was drin vorkommen. Können wir davor ein bisschen Cold War noch machen, glaube ich. Ich will die alten Easter Eggs mal machen, alle noch, alle on stream, ohne vor groß zu gucken, was ich machen muss. BO3 ich muss halt immer noch Gorod Krovi machen. Ich muss halt immer noch Gorod Krovi schaffen. Ich habe das halt immer noch nicht richtig geschafft. Also, ich muss beim Reaper anhauen. Wir wollten auch mal generell die alten Sachen machen. Aber Gorod Krovi ist halt immer noch einfach auf meiner scheiß Liste seit Jahren. Kultur mit Subs werde ich auf jeden Fall auch nochmal machen. Aber ich werde am Anfang wahrscheinlich erstmal die Easter Egg Solo versuchen. Weil das, glaube ich, immer ein bisschen witziger ist, wie ich da am Struggeln bin. Aber danach werde ich wieder ein bisschen mehr Subzocken machen. An sich ist es auch möglich hier bei BO3. Da müsst ihr euch aber nochmal so ein spezielles Patch holen. Weil man kann ja richtig easy offline gehauen werden und deswegen muss ich halt so ein Community-Patch laufen lassen. Dass meine Internet-Connection quasi nochmal extra geschützt ist. Früher, falls ihr euch erinnert habt, ist das ja ab und an geschehen, dass einfach irgendjemand mich aus dem Game gehauen hat und dass ich halt einfach das Game vom Internet trennen musste deswegen komplett. Das heißt, auch so mit anderen Leuten spielen war halt nicht möglich. Weil immer, sobald ich halt gestreamt habe, die Person, die das gemacht hat, gesehen hat, dass ich live gegangen bin und sich dann halt einfach einen Spaß erlaubt hat. Also war zwischendurch unmöglich, das Spiel zu spielen. On-Stream für mich. Ohne zumindest das Internet zu trennen. Ja, komm, ja, wir haben alles geschafft. Runde 14. Easy. Keine Herausforderung auf der Karte. Was auch immer hier drin ist, MP5K. Ja, BO3, es gibt halt richtig viele Custom-Maps, die ich mal mit anderen Leuten zocken möchte. Diese Monopoly-Map zum Beispiel finde ich auch ziemlich cool. Das hat richtig viel Spaß gemacht mit Lars und mit Julian. Also wenn wir für BO3 noch ein paar Leute finden, die da auch Bock haben, richtig schwere Karten manchmal zu machen, wäre das halt cool. Ich würde auch gerne sowas wie Trio-Content wieder machen. Halt ein bisschen mehr geeditet sogar. Weißt, wisst ihr, so einfach so, das, was die Leute sagen, machst du halt noch mit Untertitel rein, aber packst es halt über die Character und sowas. Das sieht auch immer noch mal witzig aus. Das wäre eigentlich mal cool. So Easter Eggs mit Leuten machen, die keine Ahnung haben, wie die Easter Eggs gehen. Das ist immer so witzig. Nee, nicht der Riese, der Classified. Das mache ich lieber nicht. Da verzweifle ich dran. Obwohl, das wäre vielleicht was für mehrere Leute. Ja, komm hier. Ich mache erstmal die Runde vorbei. Wir haben alles geschafft. End the game. Easy. Also richtig coole Custom Maps mal raussuchen. Auch Leviathan ist so eine geile Map. Die ist so unfassbar komplex. Ich habe mir nur so einen minimalen Guide angeguckt. Also ich habe kurz rüber geschaut. Der Guide ist so komplex, Alter. Das Easter Egg Video geht, glaube ich, schon 20 Minuten. Das ist so eine komplexe Karte. Das ist heftig.